Hallo zusammen und ganz herzlich willkommen hier zum Fan Talk nach Spielende. Mit einem Sieg gehen wir aus diesem Heimspiel gegen die HSG Wetzlar mit einem 30-26 Sieg und neben mir sitzen dementsprechend auch strahlende Sieger und es geht uns richtig gut damit. Wir können uns jetzt mit 11-9 Punkten ein Stück nach oben schieben und da sind wir auch alle froh. Eine konstante Leistung jetzt so wirklich aus den letzten Spielen und das macht uns froh und glücklich und ich denke euch auch erstmal Applaus für die beiden, die hier sitzen und natürlich für das gesamte Team, was jetzt in der Kabine noch ist. Hendrik Hahnemann muss wahrscheinlich schon wieder einen ausgeben. Ja, was haben wir gesehen? Wir haben ein Spiel gesehen, wo wir in der Halbzeit mit zwei Toren führen, wo dann eine ganze Weile nicht viel passiert, nicht aggressiv viele Tore fallen. Aber letztendlich schien es mir doch schon so, als hätten wir das Ding recht souverän nach Hause gespielt. Marc. Ja, hallo? Ja, hallo. Schönen guten Abend auch von meiner Seite noch. Schön, dass ich hier sein kann. Schön, dass Sie hier sind. Ja, souverän war es. Wir sind froh, dass wir das Spiel gewonnen haben. In erster Linie wieder ein Heimspiel in der Tasche ist toll. Anders als es jetzt die letzten beiden gewohnt waren. Also niedriger in der Höhe, aber trotzdem, denke ich, verdient und ein gutes Spiel von uns. Ja, der Marc hat das von außen beobachtet. Du konntest heute auch nicht rein, weil auf der Position, die hast du dir ja geteilt, teilst du dir ja mit Tormaschine Lukas Winder, der war heute in Extremform, oder? Ja, genau, ist richtig. Also ich freue mich dann, wenn ich auf der Bank bin, gezwungenermaßen sein muss, dass er seine Dinger reinhaut. Ich bin immer da, wenn es nicht läuft für ihn, aber heute sei ihm gegönnt und klasse, schön, dass wir gewonnen haben. Super Teamleistung insgesamt, ja, passt. Ich denke, dass mit diesen 10 Toren natürlich auch er sich wieder eine Marke gesetzt hat. Und natürlich freut man sich dann auch als Mitspieler, wie schön das da läuft. Šime Ivić hat die erste Halbzeit fast durchgespielt. Dann in der zweiten Halbzeit hat Gregor Remke viel Spielzeit bekommen, komplett, glaube ich. Du hattest mal Zeit, von außen so ein bisschen drauf zu gucken. Die Hannoveraner die Wetzlarer haben, wie die Hannoveraner, im letzten Spiel auch ab der 45. recht offensiv gedeckt. Damit kommen wir gut klar, oder? Ja, schönen Abend zum Alle. Ja, ich denke, natürlich, wie sehen, erste Halbzeit waren nicht so viele Tore von uns, war nicht so großer Unterschied, aber ich denke, dass ich habe Kontrolle gleich Spiel gleichzeitig, weil ich habe sehr gut auch Deckung gespielt, weil gegen Stuttgart, denke ich, habe ja. Wetzlar erste Halbzeit 21 Tore gemacht, schon erste Halbzeit. Aber ich habe sehr gut Deckung gespielt, auch in Angriff sehr gut gespielt und einfache Tore gemacht. Und heute auch Christian war Wahnsinn zum Tor. Ja. Dankeschön, Šime Ivić. Ja, und dann müssen wir natürlich noch eine Sache ansprechen, bevor ich natürlich auch gern das Mikrofon an die Fans gebe für eure Fragen, denn das ist euer Fan-Talk. Ich moderiere das Ganze hier gerne an und wir haben ja heute auch Sportler da, vielleicht aus Oberorla und so weiter, die wir bestimmt auch Fragen haben. Laut wird's schon hier im Uri-Biergarten. Was aber noch extrem aufgefallen ist, ist wieder ein hervorragend aufgelegter Christian Severas. Šime fragte mich schon, wie viele Paraden das wohl gewesen sind. Ich habe sie nicht gezählt, aber das gibt extremen Rückhalt, oder Marc? Ja, na klar. Also das ist immer ein Zusammenspiel zwischen seinen Vorderleuten, also unserer Abwehr und ihm. Aber dass es heute natürlich ohne Frage wieder eine super Leistung war und dass uns das von hinten raus stärker macht, ist ja ganz klar. Und da sind wir echt froh drüber, dass wir die beiden haben, also Christian und Joel. Ja, und da sehe ich es genauso. Ich sehe also auch Joel Bierleben aufspringen vor Freude bei solchen Paraden. So wie du aufspringst, wie wenn Lukas Winder die Bude macht. Die teilen sich eben die Torhüterposition. Und das ist das Schöne auch, wenn eine Auszeit genommen wurde, sitzt Miloš mit den beiden zusammen. Und da hat mit Sicherheit Joel auch noch einen Tipp oder den einen oder anderen Tipp. Genau dasselbe Teamplay, wie ihr das auf außen habt. Jetzt würde ich gerne mal schauen, ob mal der ein oder andere Fan hier eine Frage hat an einen von den beiden Spielern, die heute bei mir sind. Will er erst? Oder? Also Šime, an dich die Frage. Du bist neu in der Mannschaft. Du kommst aus einem, du hast ja schon in Deutschland gespielt. Fühlst du dich ja wohl?
Kannst du dir vorstellen, auch länger als deinen Vertrag in Leipzig zu erfüllen? Und wie läuft es langsam intern in der Mannschaft? Ich hoffe, dass die Frage komplett verstanden worden ist. An Schieme geht die Frage, ob er sich hier bei uns wohlfühlt. Ja. Hallo. Ja, ich freue mich, dass ich habe nach Leipzig gekommen. Alles ist super, auch bei Mannschaft. Bei Mannschaft ist auch sehr gut, sehr gute Leute, auch gute Freunde. Ja. Und ich habe mit einem als Fehler gekommen, weil ich habe eine Verletzung und dann war es schwierig Zeit für mich, für diese Vorbereitung und alles. Aber jetzt, ich denke, das ist alles geklappt. Und dann, ich habe gesehen, dass wir können sehr, sehr, sehr gut gespielt haben. Wir haben sehr gut Potenzial und ich, ja, natürlich auch drei Spiele zu Hause. Und wir müssen das benutzen, weil mit dieser Atmosphäre und mit unseren Zuschauern, das auch sehr, hat sehr gut geklappt. Und ich freue mich, dass ich bin da nach Leipzig gekommen. Okay, die nächste Frage. Videositzung hatten, da wird dann, ja, was man halt so kennt, das ausgewertet und danach war es größtenteils freigestellt, wie trainiert wird, also Regenerationsmöglichkeiten sind ja viele gegeben mit Physiotherapie, Stabi-Training, waren eigentlich alle da und versorgt, bis zum Wurftraining freiwillig und gestern haben wir ein normales Abschlusstraining absolviert mit Videovorbereitung und danach eine Halleneinheit. Ja, genau. Ja, noch eine Frage an Marc. Ich weiß nicht, ob du in der Kabine warst in der Halbzeit. Nee, dann kann ich ja die Frage gar nicht stellen, denn ich wollte was wissen, denn ihr habt zwischen der 21. und der 30. Minute nur drei Tore zustande gebracht. Und dann muss ja was passiert sein in der Kabine. Was hat euch der Trainer gesagt? Warst du in der Kabine, Stimme? Also Marc war nicht mit in der Kabine, der müsste jetzt schwindeln und das ist überhaupt nicht seine Art. Also gebe ich die Frage mal weiter an Schieme. Ja, wir haben ein bisschen Videoanalyse gemacht und ich habe gesehen, was müssen wir besser machen. Und natürlich, dass wir müssen besseres Spiel, weil wir können auch, ich denke, dass in erster Zeit, wir können schon mehr Unterzahl machen, erste Halbzeit und zweite Halbzeit, ich habe alles gemacht. Ja, ich denke auch, der Druck wurde aufgebaut. Ne? Und was man vielleicht für die Fans auch mal dazu sagen kann, was ich besonders interessant finde, es gibt also oben in den Emporen einen Kameramann, der auf ein spezielles Zeichen vom Trainer André Haber bestimmte Sequenzen zusammenschneidet, sodass bereits in der Halbzeit eine Videoanalyse von bestimmten Situationen stattfinden kann und die Spieler dann darauf aufmerksam gemacht werden können. Und das ist wahrscheinlich auch das, was Schieme meint. Also da kann man wirklich den Finger in die berühmte wunde Stelle auch legen und zeigen, was anders gemacht werden soll. Vielleicht mal als kleine Information, denke ich, ist auch für jeden Fan interessant. Gibt es noch weitere Fragen von euch? Sonst würde ich die Jungs mal zu den Jungs entlassen. Eine noch, aber gut. Eine letzte. Auf jeden Fall Glückwunsch an euch und an die Mannschaft. Ein Blick voraus. Melsung, wir haben jetzt zwei Heimspielsiege. Hoffe ich, dass ihr noch stabiler wie heute arbeitet. Und dann greifen wir auf Kiel. Und Kiel hat ja nun derzeit auch nicht unbedingt so einen richtigen Lauf. Wagen wir uns mal an die großen Kieler ran? Das war eigentlich ein Schlusswort. Insofern gar keine Frage. Melsung kommt am 21. hierher. Seid alle wieder dabei, feuert die Mannschaft an. Wir können den nächsten Heimsieg gebrauchen. Dann wäre das Package hier, das Triple, wie man ja im Dart sagt, komplett. Das gehen wir an. Ja, und dann geht's nach Kiel. Und dann schauen wir mal, wie hoch die Trauben hängen im hohen Norden. Machbar ist alles. Herzlichen Dank, dass ihr gleich hier wart. Und wir sehen uns ja hier noch im Uri Biergarten. Ein Applaus nochmal für die beiden Jungs und für alle anderen, die heute gewonnen haben gegen eine gut aufgelegte HSG Wetzlar. Danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss.